Hallo. Ja, ich wollte ganz kurz dir erklären, was das mit Entschuldigungen auf sich hat, energetisch. Jederzeit kann ich mir eine Entschuldigung manifestieren. Aber als allererstes ist es wichtig, dass ich sie nicht brauche. Nummer eins. Ich brauche keine Entschuldigung. Dann kann ich sie bekommen. Aber wie komme ich dahin, überhaupt Nummer eins, eine Entschuldigung zu brauchen? Wieso brauche ich eine Entschuldigung? Das heißt, es gibt einen Umstand, eine Situation, die ich mir selber manifestiert habe, durch meine Vorstellungskraft, durch meine Annahmen, durch meine Rückschlüsse, die mir nicht gefällt. Und ich hätte gerne eine Entschuldigung dafür. Es ist eigentlich totaler Irrsinn. Aber jetzt erkläre ich dir mal, wie das energetisch zusammenkommt. Zuerst mal entsteht die Situation, die du nicht haben willst, aufgrund von in den allermeisten Fällen unbewussten Überzeugungen, Ansichten. Ich sage bewusst nicht Glaubenssätze, weil Glaubenssätze sind keine Sätze, sondern wenn schon, dann sind es Glaubenssätze. Netze, wenn du dieses Wort haben willst. Also, wir gehen zurück. Diese Situation, für die ich die Entschuldigung bekommen habe, nachdem ich sie nicht mehr brauchte, hat sich so kreiert, dass ich eine gewisse Meinung hatte, eine gewisse Ansicht hatte. Und die war so. Die ist so. Und die habe ich vertreten. Energetisch. Energetisch. Und zwar habe ich das Gegenüber, dem Gegenüber habe ich etwas übergestülpt, aus meiner Meinung, aus meinen Ansichten. Und weil ich immer recht habe und weil sich meine Ansichten und Überzeugungen, die ich energetisch auf etwas projiziere, egal ob es ein Mensch ist oder eine Situation, wenn ich die felsenfest beibehalte, dann wird das Gegenüber genau so sein. Dann wird die Situation genau so sein. Und was ich da zusammengebastelt habe, das erkenne ich erst, wenn sich's im Außen manifestiert hat, wenn sich's im Außen zeigt. Dann denke ich mir, oh Gott, was für ein Arsch, was für ein blöder Mensch, ja? Wie kann man nur so sein? Wie kann man nur so blöd sein? Ja, die Antwort ist, man kann so blöd sein, wenn ich die Ansicht habe, dass man da draußen so blöd ist. Insbesondere dieser Mensch, diese Menschin, dieser Mann, diese Frau, auf die ich diese Sache projiziert habe. Und ich habe es genau so bekommen, wie ich es dachte. Aber sowas von schnell. Bam, bam, bam. Rasant, zack, zack, was da? Und ich so, fuck, schon wieder so ein blöder Mensch. Schon wieder jemand, der es nicht schnallt. Schon wieder jemand, der es nicht im Griff hat. Schon wieder jemand, der mich nicht sieht. Schon wieder jemand, der mich nicht anerkennt. Schon wieder jemand. Und schon wieder jemand war da. Weil ich ihn kreiert habe, weil ich sie kreiert habe, weil ich diesen Menschen, diesen jemand, es ist völlig egal, Mann oder Frau, durch meine Ansichten und Überzeugungen über mich und projizierend auf diese Person hatte. Punkt. Mehr ist da nicht. Ich hatte das und ich habe es manifestiert. Ich hatte das in mir. Diese Überzeugung, diese Ansicht, diese Wahrnehmung. Und ich habe sie nicht verändert. Sie war einfach da, felsenfest, bam, überzeugt. Altes, krasses Muster. Ich bin nicht gut genug. Immer wieder. Ganz unten der Bodensatz vor der ganzen Scheiße, die wir uns manifestieren, ist, ich bin nicht gut genug. Und dann baut sich das da drauf auf. Aber ganz unten, egal in was dem da draußen ist und was sich zeigt, ist die Überzeugung, ich bin nicht gut genug. Und das Außen tut
alles dafür, dass du gezeigt bekommst, dass du glaubst, dass du nicht gut genug bist. Und es hat so tricky Art und Weisen, wie sich diese Energie, die du aussendest, im Außen zusammensetzt, aber sie lügt nie und sie stimmt immer. Also saß ich da mit dieser Manifestation und habe mich geärgert. Das ist auch gut so. Aber dann im nächsten Schritt bin ich halt hingegangen, habe gesagt, okay, ich habe das kreiert. Ich habe diese Annahmen gehabt, ich habe diese Ansichten gehabt, ich habe diese Rückschlüsse gehabt, ich habe mir das zusammengebastelt. Was war da? Was wollte ich? Was wollte ich erreichen? Ich wollte in Wahrheit erreichen, dass es sich wieder zeigt, dass ich nicht gesehen werde in meiner Perfektion, in meiner Größe, in meinem Können, in dem, was ich gut kann. Und das haben wir alle übrigens. Und ja, dann, was kam dann? Dann kam es im Außen. Und dann war ich wieder schockiert. Dann habe ich wieder, war ich wieder angepisst, ja. Diese ganze Energie so, das ist alles Energie, die zeigt sich im Außen und da muss ich dahinter schauen und ich muss es verändern. Also habe ich es verändert. Und es war kein leichter Brocken, weil ja da das Ego noch dazwischen funkt und versucht, irgendwelche Geschichten zu erzählen, dass ich halt nicht schuld bin, sondern dass das Außen, der andere, die andere so bescheuert ist. Und das muss weg. Und ich muss das alles reinsehen, ich muss es energetisch sehen, ich muss sagen, ich muss dahinter kommen, welche Glaubenssätze, Überzeugungen und Ansichten mir dieses Außen kreiert haben. Ich übernehme volle Verantwortung. Und in dem Moment, das ist ein Prozess, da habe ich meine Tools, da habe ich meine Tricks, weil sich mein Ego natürlich vollkommen dagegen sträubt und immer wieder sagt, ja, aber, ja, aber, ja, aber. Und ich muss immer wieder hinkommen und sagen, ja, aber es ist Energie, die ich generiert habe durch meine Ansichten, Überzeugungen und Rückschlüsse. Okay, und da muss ich mit mir arbeiten. Und dann kann ich das Ganze neutral sehen, das heißt ohne Verletzung, ohne irgendetwas, sondern einfach nur energetisch. Und da habe ich mir energetisch was zusammengebaut. Und als ich das dann erkannt habe, konnte ich das auflösen, konnte ich das neutralisieren, konnte diesen Groll und all das, was ich darin reininterpretiert habe, konnte ich loslassen. Und das ist manchmal kein leichter Prozess, weil ich muss meinem analytischen Egoverstand genau erklären, warum es hier nicht um ihn, seine Ehre, seine Wertschätzung und was weiß ich nicht was gibt, sondern ich muss ihm genau die Argumentation liefern und sagen, hey, so und so funktioniert das energetisch, das bist du. Du bist perfekt in absoluter Perfektion, sowieso immer schon gewesen. Aber was denkst du dir wieder für eine Scheiße aus, damit dir im Außen gezeigt wird, dass du nicht gut genug bist? Und als ich das dann gelöst habe, und das war ein Kampf, das ist ein kleiner Kampf, vor allem wenn andere Menschen involviert sind und du dich irgendwie beleidigt und nicht gesehen und nicht gut genug fühlst, ist es ein Kampf, den anderen Menschen zu entlassen als Mensch, weil es ist ja nur der, den du beauftragt hast, dir zu zeigen, was in deiner inneren Welt, in deiner inneren Vorstellungswelt gerade so aktiv ist. Und es ist dann ein Reinigungsprozess sozusagen, ein energetischer Reinigungsprozess, wo ich die Energien transformiere, den Mensch als Mensch absolut entlasse in seine höchste Divine Design Perfektion, die Energien so reinigen kann und dann erlauben kann, dass diese ganze Situation absolut in höchster Ordnung und Perfektion ist, obwohl da eine Geschichte dran hängt. Aber die Geschichte interessiert mich nicht. Mich interessiert nur die Energetics, die da gelaufen ist. Und wenn die neutralisiert ist, dann brauche ich nämlich auch keine Entschuldigung mehr, weil es ist für mich gegessen. Und diese ganze Situation hat keine emotionale Ladung mehr, weil sie auch überhaupt keine Bedeutung mehr hat, weil ich das energetisch so gedreht habe, dass es nachher einen Sinn für mich ergeben hat, hallo Steffi, einen Sinn für mich ergeben hat, dass es alles in Ordnung ist, dass es total in Ordnung ist.
Und dann war dieser Mensch entlassen aus seiner Pflicht, mir zu spiegeln, dass ich halt doch noch nicht ganz so gut genug bin, wie ich das gerne hätte. Und die ganze Situation entlassen. Ich habe die Beziehung zu diesem Mensch ganz allein. Ich habe nicht mit ihm gesprochen, gar nichts. Ich habe nicht mit ihr gesprochen, nicht mit ihm gesprochen. Ich habe mit niemandem gesprochen in dieser Situation. Und es war eine innere Arbeit. O Zauber, o Wunder. Einige Tage später kam genau das von außen zurück zu mir in meine Ohren, wie ich es sehen wollte. Als Sahnehäubchen. Ich habe es gar nicht gebraucht, ich habe es gar nicht mehr gebraucht und plötzlich war das Sahnehäubchen da. Und dann ist es nämlich auch kein Gefühl mehr, wenn du diese Entschuldigung hast, ja endlich entschuldigt und endlich und ja endlich eingesehen, hab doch recht gehabt und ja genau, sondern es bedeutet nichts, diese Entschuldigung. Es hat überhaupt keine Bedeutung mehr, es ist nur eine logische, energetische Konsequenz. Weil ich das, was ich am Anfang kreiert habe, was mir natürlich nicht gefallen hat, diese ganzen Energien dahinter, und Energie ist nichts anderes wie Information. Energie ist nichts anderes wie Annahmen, Rückschlüsse und Meinungen. Und ich habe das geändert und dann kommt die Entschuldigung. Und dann ist es eben nicht so, oh, lange ersehnt, endlich da, sondern ich weiß gar nicht, wieso das jetzt noch kommt. Aber es ist einfach nur dann wieder der Beweis, dass es funktioniert hat. Mein energetisches Spiel hat funktioniert. Und es funktioniert eben immer in beide Richtungen. Es funktioniert darauf, dass du enttäuscht bist, eine auf die Fresse kriegst, dass du das genauso generiert hast, wie hinterher die Bestätigung der Auflösung dieser Scheißsituation, dieser Energie in Form von einer Entschuldigung. Aber bei einer Entschuldigung geht es eben niemals darum, dass das kommt oder dass das gesagt wird, sondern es ist nur allein eine Bestätigung deiner inneren Arbeit, deines Energetic Shifts, das du gemacht hast. Ja, ich hoffe, das war einigermaßen verständlich hier. Ich weiß, es ist eine komplexe Geschichte, aber erst dann, wenn ich das wirklich verstehe, kann ich dieses bedingungslose Leben führen, wo mich im Außen eigentlich auch nichts mehr triggert oder aufhalten kann, weil ich weiß, wie ich diese Energie manage, wie ich diese Shifts herstelle, weil ich weiß, dass es einfach nur Energie ist und die einzige Bedeutung, die diese ganzen Situationen haben, die ich kreiere, die gebe ich. Ich bin die alleinige Power, die alleinige Schöpferin meines ganzen kompletten Lebens. Und das ist diese absolute größte Ermächtigung und Freiheit, wenn ich das erkenne und das managen kann, das generieren kann. Und das ist so simpel eigentlich. Es ist ein Prinzip, das ist das binäre Prinzip, es ist das 0-1-Prinzip, auf dem jede Programmierung basiert, sein oder nicht sein. Ja? Und unser Verstand, unser analytischer Verstand ist einfach viel zu komplex und den da rauszuholen in diese Simplizität, da weigert der sich, weil ja das Ego 100.000 Geschichten hat, was man darf und was man nicht darf und wie es sein darf und wie es nicht sein darf und, und. Und deswegen mache ich auch dieses geile Package, 2.000 Euro. Erstens mal, wenn du den Kurs noch nicht hast, Einführung in Divine Design Energetics, da gebe ich die Basics und nachher die Ausbildung, wo wir üben, wo wir trainieren an Situationen in deinem Leben, an Zielen, die du erreichen willst, an allen Bereichen, an Geld, an Finanzen, an Beziehungen, an Gesundheit, an Körper. Es ist alles dasselbe Prinzip. Und dass du lernst, das anzuwenden, dazu haben wir 6 Wochen Zeit in der Ausbildung Divine Design Energetics. Angelika, wenn du immer noch dabei bist, es ist gratis für die, die schon den Master of Divine Healing gemacht haben, weil es ist Next Level und ich möchte alle, dass ihr Next Level geht, wenn ihr interessiert seid an dem Next Level in dieser Arbeit. Und ihr müsst euch nur anmelden bei mir. Es ist gratis die Ausbildung. Und in dem Package ist der Einführungskurs dabei, ist die Ausbildung dabei und ist dann noch der Mini-Mastermind von einem Monat. Ich kriege hier mir 5.000 Euro. Der kostet 1.111 alleine. Also dieses Package gibt es bis Donnerstag. Und ich kann dir nur sagen, greif zu, mach das, schnall das, wende es an,
Gebe es weiter, wenn du auch Coach bist. Gebe es weiter, wenn du Mama bist. Als Mama bist du automatisch Coach. Gebe es weiter, wenn du Ehefrau bist. Als Ehefrau bist du automatisch Coach. Du bist immer Coach. Als Mitarbeiterin, als Teamleiterin in irgendeinem Business, du bist immer Coach. Weil es ist energetic leadership und das kannst du nicht abschütteln. Damit bist du geboren und du musst lernen, es zu managen, damit es in die Richtung geht, wie du dein Leben und deine Welt haben möchtest. Und das ist für mich so, so wichtig, dass das rausgetragen wird. Und deswegen möchte ich, dass das alle lernen, eins und zwei, weitergeben. Es ist etwas, was da ist, was schon immer existiert hat, was ich jetzt extrahiert habe, sag ich mal, wo ich wirklich aus allen spirituellen Lehren, aus allem, was irgendwo ein Stückchen funktioniert, die Essenz rausgetragen habe und einfach auf dieses Basic-Prinzip der Divine Design Energetics extrahiert habe. That's it. Also, das wollte ich euch erzählen. Schreib noch mal drunter, wenn jemand dabei ist, der unbedingt eine Entschuldigung braucht. Weil genau für dich ist es dann, wenn du irgendwo noch einen Groll hast und sagst, wenn der sich entschuldigt, wenn die sich entschuldigt, wenn diese Situation in Ordnung kommt, dann bin ich auch in Ordnung. Und wenn du irgend sowas noch in deinem Leben hast, noch irgendeinen Bereich, wo diese Energie noch herrscht, wo du sagst, ich brauche da eine Entschuldigung, dann ist es so ein Leak, ein Leck in deiner kompletten Energie, dass du, so wie man sagt, nie in deine volle Kraft kommen kannst, nie alles von dir zeigen kannst, weil dieses Leck dir immer noch sagt, du bist nicht gut genug. Das ist das Dumme an diesen Energetic Legs. Die haben immer eine Message, da steckt eine Geschichte dahinter, da steckt ein Rückschluss dahinter, da steckt etwas, was du über dich, über andere und über die Welt glaubst. Kein Glaubenssatz, sondern ein Glaubensnetz steckt da dahinter. Und es muss einfach aufgedröselt werden. Es muss freigemacht werden, diese Energie. Weil alles, was da irgendwo noch in deinem Feld, in deinem Raum, in deinem Universum, in deiner Vorstellung ist, das dir irgendwo noch irgendwie ganz heimlich und leise sagt, du bist nicht gut genug, trägt dazu bei, dass du frustriert bist, dass du vielleicht krank bist, dass es dir gesundheitlich nicht gut geht, dass du vielleicht gewissermaßen depressiert oder motivationslos bist. Und das gehört aufgelöst, aber ohne irgendwelchen Hokuspokus, sondern einfach durch blankes, klares, bedingungsloses, ursachsloses, wertfreies Hinschauen. Eine energetische Perspektive. Energie hat keine Wertung. Energie ist oder ist nicht. Wenn du das lernst, das ist der Bam. Das ist Heilung, das ist Freiheit, das ist Manifestation, das ist Schöpfung, das ist Kreation. Das ist alles, was du brauchst. Und was du bis jetzt gelernt hast, da bist du halt vielfach in Bedingungen reingeschubst worden, in Abhängigkeiten, die du versuchst zu erfüllen, was zu einer krassen Fehlinformation geführt hat. Und da drehst du dich halt noch im Kreis, im Hamsterrad, spinning, weil du da nicht rauskommst auf diese Art und Weise. Aber wenn du es einmal verstanden hast, das kann man dir nicht mehr wegnehmen. Das ist so, wie wenn du einmal aus diesem verlogenen Gefängnis ausgetreten bist und gesagt hast, oh, scheiße, ich bin bedingungslos frei. Da draußen brauche ich mir niemanden mehr kreieren, der mich einsperrt, der mir sagt, ich kann nicht, ich bin nicht gut genug. Ich brauche mir da draußen keine Kraft, keine Macht mehr außerhalb von mir kreieren, weil ich mache es ja eh alles selber. Und das ist am Anfang, ist es ein bisschen ein crazy Mindfuck, wenn du in diese Arbeit reingehst, weil es ist so anders wie das, was du lernst und hörst. Aber wenn du da mal drin bist, dann merkst du, wie erleichternd die ganze Story ist. Also teil das. Ich habe es zwar hier in der Facebook-Gruppe jetzt gerade geteilt, dieses Video, aber ich werde es nachher auf meinem privaten Profil noch teilen, auf YouTube, weil ich weiß, dass es super, super wichtig ist, dass diese Message rausgeht und dass wir mehr und mehr verstehen. Erst dann werden wir frei, dann können wir frei wählen, dann haben wir keine Abhängigkeiten mehr, dann suchen wir keine Ursachen mehr, dann versuchen wir nicht immer wieder die Frage zu stellen, womit habe ich das jetzt kreiert? Muss ich vielleicht gestraft werden oder ist das irgendwie ein Zeichen des Universums oder
Schuld oder bin ich noch irgendwie schuldig und oh, ich könnte kotzen, wenn ich es nur wiederhole, weil genau diese Scheiße in meinem Kopf hat mir alles abgedrückt, meine Lebensfreude, meine Gesundheit, alles. Wenn ich nur das jetzt hier schon für euch wiederhole, dann drückt es mir hier den Hals ab, weil das so eine verlogene Kacke ist, die eigentlich gar nicht raus darf. Also, das ist jetzt eigentlich irgendwie ein gutes Video geworden. Damit beende ich das jetzt hier und ich freue mich auf alle, die sich bis Donnerstag noch anmelden für dieses supergeile Package für 2.000 €, wo wir eine richtig geile Reise zusammen machen, die dir alles ermöglicht, was du dir halt erlauben kannst in deinem Kopf. Und wir brechen das voll auf. Es wird so krass groß. Also, bis dann. Tschüss.